Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich heute wieder Jugendfeuerwerk, also Feuerwerk ab 12 Jahren, was man ganzjährig erwerben und abbrennen darf. Heute wieder ein riesengroßer Test. Fangen wir mal an, und zwar habe ich hier Vulkan Bengal Fuego Mix, das sind so Bengalfontänen. Dann habe ich hier Asteroiden, dann habe ich hier Risky Sushi, das sind so kleine Bodenwirbel, DJ Cracker, Wheel, Bodenfontänen, Bodenwirbel. Dann hier eine Neuheit, Vulkan Happiness Fontäne, also kleine Glücksfontänen. So, dann haben wir hier die wilde Hummel von Nico Feuerwerk. Als kleine Zugabe habe ich für euch hier noch diese Fire Swings Vulkane, sehr, sehr schöne Silbervulkane mit toller Sprühhöhe. Dann ein Klassiker, Weko Affenzahn. Dann haben wir hier noch Feuerspucker von Nico. Und ein paar richtig tolle Fontänen, und zwar einmal das Smiley Maxi Pack mit Vulkan und Fontänen. Auch wirklich sehr, sehr schön, ihr werdet es gleich sehen. Und das Gegenstück dazu, das größte im Prinzip, das Weko Smiley Ultra Pack. Ich habe es hier schon mal ausgepackt. Also wieder Fontänen, große und kleine. Also alles wirklich richtig schön. Dann würde ich sagen, legen wir da einfach mal los, ganz spontan. Die Fire Swings Vulkane von Vulkan. So, erstmal ein und dann drei Stück. Also es ist ein echter Geheimtipp, Vulkan Fire Swings. So, weiter geht's mit Risky Sushi. Jetzt geht's weiter mit DJ Cracker. Das hatte ich vom Teddy, und zwar ist das aus diesem Diavolo Jugendsortiment. So, dann machen wir gleich mal alle fünf. Also wirklich richtig schön laut, so kurz und knackig. Jetzt machen wir weiter mit Vulkan Bengal Fuego Mix. So, dann machen wir jetzt gleich mal alle vier. Ich bin jetzt selber erstaunt, wie lange die brennen. Also unfassbar, würde ich sagen. Über eine Minute Brenndauer, und das für Jugendfeuerwerk, das ist doch mal richtig, richtig schön. Es geht weiter. Und zwar haben wir hier einen Klassiker, Weko Affenzahn. Gemerkt, richtig, richtig schöne Vulkane mit verschiedenen Effekten. So, und jetzt noch der dritte.
der nächste Artikel im Test. Und zwar Vulkan, ist auch eine Zugabe von mir. Habe ich es auch nicht geplant. Deswegen Vulkan Happiness Fontäne. Glücksfontäne. Ab geht's. Gleich mal drei Stück zusammen. Auch hier wieder ein kleines Fazit von mir, und zwar, ja, es ist halt eine Standardfontäne mit ja, Silberfunken und bunten Sternen, aber trotzdem zu empfehlen. Wheel, das sind so kleine Bodenspinner. Ich glaube von Pyro Art, weiß ich jetzt gar nicht. Boah, ich würde sagen ziemlich kurz die Teile, also absolut nicht zu empfehlen. Es geht munter weiter, und zwar die wilde Hummel von Nico hatte ich zum Schnäppchenpreis von 1 Euro bei Teddy gekauft. So, erstmal einen zum Testen. Das war schon mal nix. So, jetzt geht's weiter mit Feuerspucker von Nico, ebenfalls von Teddy. So, ihr kennt ja das Spiel, erstmal ein und dann wieder drei zusammen. Also ziemlich mager, was da rauskommt. Mal sehen, ob die anderen besser sind. So, jetzt hätte ich fast vergessen bei dem ganzen Zeugs hier. Und zwar haben wir hier Asteroiden. Asteroiden von Nico, 12 Stück Inhalt und auch wieder von Teddy für 1 Euro. Wow, also das ist für Jugendfeuerwerk, muss ich sagen, das muss doch die alte Charge sein. Die sind deutlich besser. So. Ab geht's, Knisterparty. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe hier noch das Smiley Maxi Pack von WQ und das Smiley Ultra Pack. Da ist halt nur ein bisschen mehr drin. Ja, genau. Fangen wir mal an mit einem Goldvulkan. Das sollte nicht passieren, kann aber, und zwar ist das eine Durchzündung, das heißt die komplette Effektlänge geht mit einmal los, ist sehr sehr unschön, habt ihr gehört, ein lauter Knall soll nicht passieren, aber deswegen halt immer auch den Sicherheitsabstand einhalten. Weiter geht's mit zwei Silbervulkanen, jetzt hoffen wir mal, dass die funktionieren. Seht, die haben ausgezeichnet funktioniert. Sehr, sehr schöne Silbertropfen, meinte ich. Und ja, das ist absolute Empfehlung. Jetzt geht's weiter mit der Lemon Spider Fontäne.
Da habe ich gleich 4 Stück davon. Die zünden wir natürlich jetzt gleich alle. Ja, kurz, aber schön. Echt genial. Und jetzt 3 Stück Lemon Spider. Weiter geht's. Jetzt haben wir hier noch die Red Green Fontäne. So, jetzt das Gegenstück hier dazu. Red and Green, aber diesmal mit Chrysantheme. Also Chrysantheme, das ist kein Kreckel, das sind so, ja, so aufplatzende Silber- oder Goldblüten. Es geht weiter. Wir haben natürlich noch einige Fontänen hier zu zünden. Ja, die Blue Star Lemon Pink. Und so weiter. Jetzt geht es mal weiter mit der Star Spider Fontäne. Auch hier wieder großes Lob an Weco. Richtig tolle Fontäne. Ist zwar Jugendfeuerwerk, aber ich hatte jetzt hier so ein bisschen F2 Feeling. Richtig, richtig nice. Der nächste Kandidat ist die Blue Star Fontäne. Hier haben wir 3 Stück. So, erstmal eine. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ja, ich erinnere nochmal, wir zünden hier Jugendfeuerwerk. Kategorie 1, F1. Ab 12 Jahre und dafür ist das schon richtig, richtig toll. Das ist mit das beste F1-Sortiment ist, was ich je gezündet habe. Also Ultra Pack und Maxi Smiley Pack. Weiter geht's. Wir haben noch einiges. Lemon Pink Fontäne. Auch 3-mal. Langsam lichtet sich hier das Feld. Ihr seht, ein paar Fontänen sind noch übrig. Die werde ich jetzt alle einzeln zünden, weil es komplett eigenständige andere Fontänen sind. Anfangen tun wir jetzt mit der White Pine Flower Fontäne. Weiter geht es mit der Red Star Silver Pine Fontäne. Ja, Freunde, ihr merkt schon, ich habe wieder meine spitzen Zündelhandschuhe an. Fingerkuppen habe ich natürlich abgeschnitten. Und woher sind die Handschuhe? Natürlich auch wieder vom Teddy für 1 Euro. Kann ich euch nur empfehlen, holt ihr euch solche Handschuhe
und einfach die Fingerkuppen abschneiden. Dann ist die Handfläche richtig schön warm und ihr könnt stundenlang wirklich zünden. Weiter geht es mit der White Pine Flower. Als nächstes haben wir hier noch die Green Star Gold Glitterfontäne. Das klingt ja mal richtig edel. Jetzt geht's weiter, die letzten drei. Blue Star Gold. Und jetzt haben wir noch zwei Stück. Wir beginnen mit der Red White Glitter und dann die Pink Red Silver Crackling. Und ihr seht die letzte Fontäne, also Smiley Maxi Pack, Smiley Ultra Pack, richtig, richtig schöne Sachen, was Vego da rausgebracht hat. Pink Red Silver Crackling als letztes. Also Jugendfeuerwerk, ich erinnere nochmal, ab 12 Jahre ganzjährig zu verwenden und der Erwerb auch frei. Ja, also ihr seht ja, was ich hier alles abgezündet habe. Ein richtiges F1 Jugendfeuerwerk Schlachtfeld und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.